Jerome Jesson, jetzt ist es definitiv. Mir gibt der Wechsel bekannt zu den Minnesota United. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Vonstatten gegangen, ja, ich bin kontaktiert worden. Das ist durch eine Drittperson, so ein Manager, kennt man ja heutzutage im Fußball, hat mich kontaktiert und ja, mich dann quasi vermittelt. Es war noch ein zweiter Club mit Interessen und ja, wir haben uns aber dann mit Minnesota gefunden und ja, ich bin glücklich, stolz und froh, dafür da zu stehen und das zu verkünden. Was reißt dich speziell am Abenteuer Amerika? Ja, Amerika, aber auch sonst, war immer mein grosses Ziel, mal im Fußball auch etwas anderes können zu erleben als nur die Super League, mal irgendwo im Ausland können spielen. Ich muss natürlich dazu sagen, als kleiner Bub habe ich da nicht an die MLS gedacht, aber er ist ja doch in den letzten Jahren enorm am Kommen. Und ich habe auch schon diverse Freunde, die das erleben durften oder im Moment gerade erleben. Und gehört nur Grossartiges. Und darum ja, ist für mich schon länger klar gewesen, dass auch Amerika und die MLS eine Option wären, die mich würde reizen würden. Und natürlich das grossartige Land mit all ihren Facetten, eine neue Kultur, die ich will kennenlernen. Alles drum und dran. Wir glauben nicht nur meinen Horizont als Fußballer, sondern allgemein als Mensch erweitern. Und ich freue mich riesig auf das. Und das ist das, was mich reizt. Mit dir verlieren wir einen tollen Menschen beim FC Luzern. Auch der Kassier von der ersten Mannschaft geht verloren. Hat man da schon einen Nachfall gefunden? Ja, ist lustig. Da habe ich gerade vorher mein Amt übergeben. Nach zwei Jahren gefühlt etwa 27 Jahre Kassier, weil das ist also so ein Scheissjob auf gut Deutsch, habe ich das jetzt können am Jonas Somlin übergeben. Apropos Jonas Somlin, wenn man heute Morgen in die Kabine gegangen ist, hat er eine Playlist zusammengestellt. Was ist heute Morgen so gelaufen in der Kabine? Ja, da hat «Adi Stern» gesungen, da «Hauet ab auf Amerika», ist natürlich, ja, da musste ich natürlich mitsingen. Aber ja, ich muss schon auch sagen, auch bei Plüsch, wo mit dem Heimweh, auch dort habe ich mich natürlich irgendwo schon halb identifizieren können, wenn die Gefühle natürlich noch nicht so da sind. Aber ich bin sicher, das wird kommen, weil ich habe es ja wirklich alles andere als schlecht gehabt, hier in meiner zweiten Heimat Luzern. Was wird dir speziell in Erinnerung bleiben? Du bist 2011 auf in die neue Swisspar Arena eingezogen, zusammen mit dem Jami Rika hier zu Luzern gekommen, von Bellinzona in der Innerschweiz gestossen. Was würdest du nie vergessen da beim FC Luzern? Oh, ich glaube, für das haben wir nicht genug Akku da bei der Kamera. Also, es wirklich von Anfang an eben mit dem neuen Stadion dürfen da hinkommen. Den ganzen Schwung dürfen miterleben, den das mit sich gebracht hat. Dürfen unterschreiben unter dem Walter Stierli, ein Monsieur vom Fußball, den ich nie wird vergessen. Dann, ja, nach ihm habe ich 4 Präsidenten, 3 Sportchefs und auch 4 Trainer erlebt. Also einiges. Und von jedem Einzelnen viel können mitnehmen. Und ja, im Cup-Final dürfen mitmachen, einmal im Halbfinale gestanden. Ich durfte die dritte und die zweite erfolgreichste Saison von der Geschichte mitgestalten. Und ja, so wirklich x Eindrücke, die mir werden für immer bleiben und ich könnte da noch lange erzählen. Sozusagen ein Publikum sicher auch etwas, wo man sich gerne zurück würde erinnern. Ja, ganz klar. Ja, sie haben es nicht immer sehr einfach gehabt, kann ich ehrlich sagen mit mir. Ich kenne mit ihnen. Wir haben lange gebraucht. Ich bin halt immer da der Zürich-Bub und als Zürcher abgestempelt worden. Und ich kann auch nie irgendwie wollen, bei ihnen, auf gut Deutsch gesagt, Arsch räuchern und mich irgendwie da in ein gutes Licht drücken. Ich habe das versucht, über Leistungen zu machen. Und das ist mir dann langsam, aber nach diesem Jahr, glaube ich, immer mehr gelungen. Und ich bin ihnen zu tiefem Dank verpflichtet, dass sie mich angenommen haben und mich die ganzen Jahre, so wie die ganze Mannschaft, immer so hervorragend wirklich unterstützt haben. Und ich sage das jetzt nicht irgendwie als Floskel, sondern weil es so ist, der FC Luzern hat ganz grossartige Fans, wenn nicht die besten in der Schweiz. Du selber hast dich nicht nur als Mensch, sondern auch als Fußballer weiterentwickelt. Du hast am Anfang angesprochen, eine Liebe eigentlich auf den zweiten Blick. Du bist sehr solid gewesen am Ende. Was steckt hinter dieser fußballerischen Entwicklung? Ja gut, man geht ja jeden Tag ins Training zum Besserwerden und das ist der Anspruch, den glaube jeder. Also ich kann das an mich und ich bin jetzt dann bald 30 und ich werde den Anspruch an mich auch haben, wenn ich 30 bin und noch älter und ich werde jeden Tag wollen besser werden. Und ja, dass mir das da beim FC Luzern gelungen ist und ich da eine fußballerische Entwicklung machen konnte, spricht sicher auch für meine Chefs, für all die Trainer, die ich gehabt habe. Und ist sicher auch denen zu verdanken, ja. Jerome Jesson, wir wünschen dir nur das Beste in Amerika. Lass unsere Kollegen grüßen. Alles Gute und viel Glück. Ich danke euch von ganzem Herzen an den ganzen FCL und den Fans und allen. Es war grossartig. Merci.